Zelda sind wir wieder, meine Damen und Herren, hier bei Smiro LP, leider nur mit Ra und nicht mit Smi, weil der irgendwie keinen Bock hat im Moment, ist voll Depiri und so. Und wir müssen jetzt... Schmatz war nicht so... Ah, noch verschluckt. Beware, also aufpassen, ne? Nee, sei Kleidung. Wear, weißt du. Ich glaube, wir gehen hier erstmal... Ich glaube, das Problem ist aber, dass unser Ton nicht laut genug ist, weißt du? Da kommt keine Stimmung auf hier, so, weißt du, mit dem, geil denn? Den Scheiß Stand, sei einfach still, ja. Ja, müssen den Buddymonk reitenden Fisch finden, Zwerg finden. Muss vielleicht tauchen. Ah ja, wegen Fisch. Er hat ihn begriffen. So, congratulations. Hier irgendwo böse? Da ist ein Fass. Das könnte man mal anzünden. Ja, nee, brauchen wir gleich noch. Bis jetzt war hier vorne ja nur so ein Böser. Da vorne. Der da? Ja. Tja, jetzt nicht mehr. Da war er. Ja. Wohl bemerkt. Scheiße, unser Schild schon down. Oh. Oh, du bist dem Tod nah. Bring ihn um. Okay, danke. Für den Tipp. Alter, wie schnell wir down gehen. Das ist irgendwie übertrieben. Wir sind auch bald Level 5, also. 6. 6, so, genau. Okay, dann müssen wir uns hier nach und nach durchkämpfen. Wir sollten vor allem ein bisschen dann auf unsere Dingens hier, wie heißt es? Gesundheit. Achten. Hachi. Oh, oh. Ich suche hier die ganze Zeit Medipack jetzt noch. Speichern! Hallo? Speicher. Mann, Arschloch. So, nee, erstmal hier. Nicht. Leider keine, aber erst eine neue Waffe. Ist die besser? Feuerrate, Ladeschwinge, Magazingröße, aber nee. Aber nee. Aber ja, aber nein, aber nee, aber doch. Du kannst ja mal zeigen. Warte mal. Warte mal, ist da eine große Kiste? Hab ich da eben eine Go? Ist da hoch, ne? Komm ich nicht hoch. Ja, das ist eine große. Warte, muss ich jetzt irgendwie hoch? Kannst du nicht so mitnehmen? Kannst du eben so mitnehmen, oder? Mhm. Shotgun-Zwerg. Oder den. Ja, der hat Schild. Und läuft weg. Arschloch. Bam! Erwischt. Was ein Fail. Jetzt kommt der Shotgun-Zwerg und jetzt kommt Psycho. Was ein Fail, ey. Der wirft mit Echsen. Das ist ein ganz böser. Ach du Scheiße. Ich sehe nicht nur dumm aus, ich sehe gut aus. Nicht nur dumm, auch. Komisch. Hm. Ist ja interessant aus. Zum Rumstöhnen. Tja, die sind gerade dabei. Voll bei der Sache. Mit Äxte werfen. Mit Äxte werfen. Ja, ja. Von selbst. Was sonst? Du willst was mit meiner Frau? Nee, du. Vorher stirbst du. Warte. Vorher stirbst du. Drei Schüsse daneben. Ja, sicher. Das ist ein Medipackage. Wir sind Level 6. Warte. Wir haben nicht mehr so viel Schuss. Wir müssen jetzt erstmal updaten. Ja, hier. Was können wir machen? Wir können hier bei Schleue, können wir deine Nachladegeschwindigkeit, Waffenwechsel und, massiven Nahkampfschaden. Ja, nee, ist klar, Alter. So, den kritischen Trefferschaden können wir erhöhen, erhöht deinen Zoom. Nahkampfschaden erhöhen, und eine maximal, also gegen Mirie, steigern. Ah, ja, das wäre natürlich nice. Das klingt natürlich praktisch. Tornado, und während du dich bewegst, hast du einen erhöhten Nahkampfschaden. Also, was ist das? Das Töten eines Feindes per Nahkampfangriff für Täuschung aktiv. Ja, würde ich sagen, nehmen wir das, ne? Ja, nehmen wir das mal. Nee, ja, nehmen wir das. Ja, nee, ist klar, Alter. So, Token lösen wir kurz ein. Was brauchen wir? Schildgeschwindigkeit. Schildkapazität, würde ich sagen. Kapazität. Granaten, Nachlage, Feuerrate. Schild, sicher? Ja, warum nicht? Du nicht. Ja, weiter. Ja. Ich bin wieder voll Gesundheit deswegen jetzt. Tschüss. Au, oh, das spritzt aber hier. Und hat eine grüne Waffe verlassen. Die ist ganz grün. For Night. So. Probieren wir einfach alle gleich mal aus, finde ich. Du hättest auf das Fass ziehen können, ne? Ja, nee. Nee. Erstmal hier reingucken, was ist schon hier los?
Was ist denn hier los, Stella? Stalos. Okay. Stalos, Stella. Stali, Stali. Guck mal, noch die Kiste. Hier war doch die große Kiste. Ja, aber die ist oben. So, die probieren nicht aus. Die ist zu schlecht. Die ist zu schlecht. Die... Was ist das? Pumpgun. Ja, können wir mal mitnehmen. Ich brauche zwei Munition. Schau, guck mal, geh mal kurz drauf. Ja, nimm einfach mal einmal kurz. Ja, probieren also, die Sniper packe ich auf jeden Fall nicht weg. Nee, nee. Das ist auch so eine, die genau, sie genauer wird, desto öfters man schießt. Oh, in den Klos sind mal viele Sachen drin. Ja. Wie so Waffen. Gerne mit. Feuerstoß, Kein Wunder, dass sie besser ist, weil das, weil wir jetzt gerade diese Pumpgun ja, haben, aber. Oh, da ist noch was. Wir sind voll. Na, das war Muni. Aua. Also das ist jetzt ja, und die von Hyperion, die wir normal benutzen, ja. Dann haben wir unser Maschinengewehr. Genau, haben wir die dazu bekommen. Vergleichen mit der. Genau, mit, na, leck mich doch. Weiter! Ist doch egal! Da hinten war sie, da oben war die Kiste. Da kommen wir jetzt aber noch nicht hin, weil wir hier außen rum müssen. Da will ich aber demnächst mal hingehen, ne? Ja, ja, die bleiben da unendlich. Da war nämlich eine Waffe drin. Nicht nur eine. Marodeur. Marodeur. Kann ich ihn nicht hinhocken? Guten Tag. Bam! Oh. Ich war das nicht. Geh weg. Nein! Sprengstoffzwerg. Oh, doch nicht. Psycho. Psychozwerg? Ach du Schande, was ist das denn für ein komisches Viech? Ach scheiße, ach scheiße, ich pass auf, du. Der Shield ist weg. Nicht mehr. Und Vorsicht, links ist noch einer! Ja, überall. Ja, das ist jetzt. Guck schlecht. Mal auf die Karte rechts oben. Oh. Lauf, Schlampe! Lauf zu irgendeiner von diesen Tanks da. Oder guck mal, ob hier so ein Feuertank ist, so ein Dings-Gastank. Das ist lustig. Es sind immer noch viel zu viele Punkte. Ich glaube, du hast keinen erwischt. Nein, ich komme hier nicht runter. Das ist ärgerlich. Ich mach auf die Kinder! Ich bin am Pumpgun-Typ, lass mich in Ruhe. Das stirbt einfach. Ja, wir auch gleich. Was für ein Glück da. Nimm erstmal den da hinten mit. Hier war doch nicht auch einer, ne? Ja, da oben ist einer noch irgendwo. Irgendwo. Was ist das denn für eine Scheißwaffe, ey? Nimm mir doch lieber die andere wieder. Stopp, Spielpause. Ich hab gesagt, Spielpause. Mensch, Spielverderber. Aslak. Guck mal um die Ecke, krieg gleich einen in den Kopf. Geh mal ein bisschen zur Seite. Andere Waffe. Andere Waffe. Wollen wir das alle mal durchprobieren, ne? Ja, probieren wir mal ein bisschen was aus. Da sie einfach alle besser. Die sieht interessant aus. Ja? Ja. Ist sie? Also vom Aussehen her. Wo sind noch Kisten zum Aufmachen? Auf dem Schiff. Da hinten ist noch ein Klo. Ein Klo. Ja, das sind Klos. Klo ist echt cool. Da im Klo sind gute Sachen drin. Wir müssen aber außenrum. Boah, ist nervig. Biowaffe. Bioware. Bioweapon. Now you're going to die. Geh da rauf. Geh da rauf. Kämpf um dein Leben. Ja, ja. Ich erziehe einen Kill zur Wiederbelebung. Jetzt haben wir ein Problem. Ich komme da noch rauf, irgendwie. Später. Ja, später vielleicht. In der nächsten Folge. Ja, ich glaube, wir sind tot. Guck mal, wir sind blau. Hübscher Hintern. Was passiert, wenn man stirbt, übrigens? Geiler Tunnel. Dürfen wir alles nochmal machen. Ja, aber vielleicht in der nächsten Folge. Nein, nein, ich spiele jetzt weiter. Später. Wir können gleich die Waffe ausprobieren. Sollten wir öfter machen. Okay, danke. Wir müssen da rüber. Achso, die bleiben alle tot erstmal.
Da war aber noch. Was hatten wir schon? Ein Kalo. Kalorienhaltiges Klo. Kalo. Meine Witze werden immer besser. Ja. Immer besser. Ganz unauffällig. Ja. Ich bin dann mal weg. Bis später. Später, später. Das brauchen, ja, das sicher? Brauchen wir nicht fürchten. Nee, man sieht gerade schon warum. Nur Headshots, wie langweilig. Ja, eben, ja, brauchst du nicht fürchten. Also teilweise, ich muss natürlich trainieren für Arctic Combat noch besser. Genau, das Spiel, aber das mit so hohen Anforderungen aufwartet. Wenn du gegen gute Spiel spielst. Badass. Schon. Liegt was, liegt eine Waffe. Ja. Das ist schön für die Waffe. Ja. Das ist ja nett. Liegt auch eine Waffe. Die ist genauer und höhere Feuerrate. Ach du Scheiße. Ja. Was ist mit der da? Sniper Rifle? Nee, oh, nicht. Shotgun. Pumpgun. Mal gucken, wie die ist. Die sieht geil aus. Probieren wir hinten mal den Typen aus, ne? Ach so, mit C hat man sich hier. Das Zoom hier ist echt geil. Da steht einer, den sollte vielleicht abschießen. Stehen zwei. Aber nur einer mit Schild. Jetzt nur noch keiner mit Schild. Guck, der ist tot. Und BAM! Da kommen jetzt ein paar auf dich zu. Wir sind nicht ins Wasser springen. Unsichtbar, hallo. Nicht ins Wasser springen vielleicht, das wäre jetzt ungünstig. Wir sind unsichtbar! Aber ist keiner mit Schild. Psycho-Killer hier. BAM! Erwischt. Oh, ein Schild. Cool, der sieht gut aus. Wir sind voll. Macht nix. Das ist eh der alte Schild gewesen. Ja eben, der neue ist ja besser. Vor allen Dingen, da drüben wurden gerade ein paar von ihren Freunden gefetzt. Was machen sie? Gucken sich natürlich nicht um. Dann sollten sie. Nicht Freunde, Kameraden. Freunde. Na okay, sagen wir Arbeitskollegen. Ja, das wäre auch so viel gesagt. Sagen wir mal Bekannte. Ja? Ganz grob. Entfernte Verwandte der Bekannten, der Freunde, dessen Hund. Deren Herrchen. Der Tochter des Hundes. Des Tochter Hundes, genau. Der Halbschwester der Tochter vom Hund. Auf jeden Fall dessen Herrchen. Vielleicht wurde umgebracht. Egal! Trotzdem sollen sie sich umdrehen. Mir fällt gerade ein, wenn wir zu dem Klo gehen oder Waffen drin sind, können wir die gar nicht aufnehmen. Ja, wir müssen die dann wohl tauschen, wenn sie gut sind. Ich würde sagen, wir machen eine Folgenpause, ne? Wir sind schon viel zu lange wieder dabei. Ja klar, können wir machen. Nö, doch nicht. Vor allem Bäuschen. Hey, ich habe das Gefühl, hier kommen gleich Gegner. Das ist eine dicke Truhe. Dicke, fette Truhe. Das ist ein Hörrohr. Genau. Ist irgendwie gerade das Ohr gebrüllt. Hi. Sind auch nicht so gut wie unsere jetzt. Nö. Obwohl Kapazität und Verzögerung ist besser. Ich bin nicht da. Jedenfalls nicht für dich. Wir brennen. Das war jetzt wieder richtig gefickt eingeschädelt. Nein, geschickt eingefädelt meine ich natürlich. Ha. Tschüss. Einfach mal auf den Tank weglaufen und auf den Tank schießen. Ja, so geht's natürlich auch. Aber wir gucken uns erstmal hier das Auto an. Ach, du Schande. Raketen? Nee, doch, kein. Was schade. Das sieht aber auch nicht schlecht aus. AK 47. Würde ich sagen. Guck mal, die rechte erstmal. Die ist nur. Ach, die ist nicht so gut, ja. Besser. Ja, dann nicht. Richtig. Ja. Hä? Entschuldigen Sie mal. Das ist so ein MG. Das ist richtig scheiße. Ja. Nimm mal die andere da erstmal. Ist auch so eine. Aber für die Nähe ist gut. Ja. Für die Ferne aber nicht.
Change unser Shotgun hier. Change mal, Alter, change mal. Der hängt auch ganz nett hier so. Ja klar, die hängen ja alle rum. So, jetzt auch mal hier, ne? Kann man da rüber? Kann man da rein? Okay. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, bis dann. Ja, dann musst du auch beenden hier. Ah ja, und tschüss.